Hallo, meine Loch Ness-Monsterchen, und willkommen zu Tag 4 von Stardew Valley, Part 4. Ich weiß selber nicht mehr, wie ich es nenne. So, bevor ich anfange zu reden, gucken wir aufs Wetterbericht. Nee. Ich fange gleich erst zu reden. Eine Meldung an alle Leute im Sternentautal. Ach ja, mal. Schaut euch südwestlich der Stadt nach Frühlingszwiebeln um, wo der Fluss ins Meer mündet. Hin und wieder könnt ihr eine ganze Menge von ihnen dort finden. So, ich habe eben, ja, ich habe eigentlich erst gerade angefangen. Ich wollte eigentlich was ganz irgendwie an ganz anders anfangen. So, nochmal von neu. Ich war in den letzten Tagen weg, deswegen habt ihr nur Aufnahmen gesehen, die ich vorgearbeitet habe. Das ist die erste Aufnahme, die ich jetzt normal aufnehmen werde. Also eigentlich nachdem ich von meinen Urlaubferien, was auch immer, gekommen bin. Ich war 10 Tage weg, deswegen tut mir leid, wenn ich nicht sprechen kann oder irgendwie die ganze Zeit weg bin mit meinen Gedanken. So, und wenn man auch von Gedanken spricht, ja, ich habe die Na Aufnahme überhaupt schon gestartet, freut mich. Ach, ja. So, ich weiß nicht, ob ihr alles hören könnt. Meine Aufnahmen spielen mit mir Streiche, ne? Und ich bin mir nicht sicher, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Deswegen gehe ich erstmal vielleicht in die Stadt. Es ist Donnerstag, ja. Ja, guck mal, Lauch. Ach, ja. Ja, jetzt habe ich wieder tausend Gedanken, aber irgendwie fällt mir trotzdem nichts ein, was ich labern soll. Nein, ich habe jetzt eine Idee, was ich sagen soll. Eine Idee, ja, eigentlich würde ich es schon sowieso sagen. Ich habe entschlossen, dass ich 2 bis 3 Videos die Woche hochladen werde, wenn ich kann. Meistens werden es Sims-Videos sein oder einmal oder zweimal Stardew Valley. Also, ja, das, was wir gerade hier spielen, ne? So, gleich rede ich weiter. Habe ich ihm schon eine Stimme gegeben? Ich weiß, dass ich Willy und Elliot eine Stimme gegeben habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Die Luft wird langsam wärmer. Ich bin aufgeregt. Ja, okay, juckt mich nicht. Jetzt habe ich sehr lange hier mit ihm Zeit verbracht. Wir haben Glück, viel. Was? Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie denn unsere eine Bibliothek zu haben. Wenn du dich in einem Buch verlierst, vergisst du schnell die Realität. Vielleicht lese ich deswegen so gern. Oha. Entschuldige, meine Gedanken sind etwas abgeschweift. Stopp. Wir haben hier noch Aufgaben. Mach jemandem ein Geschenk und. Wo war? Stopp, 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 stopp. Leine? Ah, hallo Shane. So. Ich habe wieder seinen Dialog nicht gelesen. Ich bin so dran gewöhnt, alles wegzuklicken. Entschuldigung. Zurück zum Thema. Ich wollte sagen, dass ich. Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt. Ich will mindestens 2 Videos, höchstens 3 Videos die Woche hochladen. Bisschen vorgearbeitet, bisschen nicht. Deswegen. Boah. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. So. Leines. Brauchst du etwas von mir? Ja, ich brauche deine Freundschaft. So. Erste Schritte: baue eine Pastina. Okay. Was war das nochmal im Dingsleben? Hier wäre etwas. Stopp. Da ich gerade echt überhaupt keine Idee habe, was wir machen könnten und ich irgendwie total durcheinander bin, gehen wir nochmal dahin. Genau. Ich gucke nochmal nach diesen Frühlingszwiebeln waren's. Ich weiß echt nicht mehr, ob wir sie uns schon geholt haben oder nicht. Denn
Ich weiß es nicht mehr. Es war einfach viel zu lange her. Da ist Penny. Okay. Im Müll ist nichts. So. Wir müssen noch mit Sebastian. Genau, Sebastian. Mit doch Sebastian reden. So wollte ich eigentlich Sebastian sagen. Gott, ich bin manchmal so komisch. Ja, wir haben es schon geholt. Okay. Nein, wir haben es doch nicht. Wie geht's? Ich wollte gerade Sims bitte nicht laggen, genau. Nicht hängen sagen, aber. Das sind nicht Sims, ihr spielt Stardew Valley, yay. Ich fühle mich irgendwie total. Ich habe das Gefühl, ich mache mich gerade echt zum Affen. Ha, nichts Neues. Gott, ist das Spiel bei mir laut. Hallo, Jazz. Jazz, bleib hier. Will ich ihr so eine Kinder-Super-Kinderstimme machen oder nicht? Ich sollte nicht mit Fremden reden. Dann rede nicht mit mir. Ich wette so 95%, dass sie nicht mal hört, wie ich meine Stimme bisschen ändere, ja. Denn, ja. Okay, ich mache uns hier jetzt einen kleinen Weg nach oben. Achso. Denn wir werden noch sehr viel laufen. Von unten nach oben oder von oben nach unten. Ich weiß echt nicht, was wir machen könnten. Ja, eigentlich könnten wir Holz sammeln. Holz sammeln, ja. Das ist so komisch mit so wenig Energie. Ich hab halt so viele Saves. Ja, so viele. Ich glaube, drei weitere. Das eine gehört meiner Schwester. Ja, also zwei. Und auf den habe ich super, super viel Energie. Also für mich ist es sehr viel. Und hier, das ist so komisch. Hier ist nur so wenig. Aua, meine Kopfhaut juckt. Ich weiß echt nicht, was ich laber. Ich bin... Nee. Ach, sowieso nur zum Ausruhen. Diese Serie. Nee, dieser Game. Dieses Gameplay. Ich könnte mich echt jetzt vergraben, ganz ehrlich. Hier klappt gerade gar nichts, was ich machen möchte. Also reden. Haha, konnte ich noch nie während Aufnahmen. Während ich aufnehme, so rum was wäre es richtig. Egal. Wir haben keinen Platz im Inventar. Nein! Ich brauche Platz. Okay. Okay, my friends, I need space. Ah. Du hast eine Geode? Ja, wie auch immer gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist. Der örtliche Schmied, also Clint. Jetzt. Yes. So hieß er. So, wir gehen gleich noch zu Sebastian. Ich glaube, um 15 Uhr geht der meistens aus seinem Zimmer raus. Aber ich hätte jetzt echt kein Geschenk. Was habe ich ihm eigentlich beim letzten Mal geschenkt? Ah, ein Flunder. Ja, okay, jetzt weiß ich, was ich ihm geschenkt habe. Hehehehe. Awkward. Es ist aber irgendwie nicht auch super komisch. Du triffst gerade so eine neue Person in der Stadt und die kommt mit einer Flunde aus der Tasche. Oder Flunde. Warte, Flunde? Flunde. Ich wollte gerade sagen, vielleicht heißt sie doch Flunde. Ich habe keine Stimme für dich, tut mir leid. Wie läuft es so mit dem... Was? Bäuerlichen Geschäften? Es ist... Passt... Na, geh weg. Ich kann mir vorstellen, dass es...
dass es ziemlich friedlich ist. Hier ist ein S zu viel. Den ganzen Tag draußen mit Pflanzen zu verbringen. Du verbringst doch gerade auch Zeit mit deiner Pflanze, du Pflanze. Ja, Sebastian! Hi! Ich habe mich letzte Nacht in die... Ich wollte Hölle lesen. In die Höhlen geschlichen und mir einen fiesen Schnitt von einer Steinkrabbe geholt. Erzähl es niemandem, okay? Ja, geh in die Hölle, genau. In der Hölle macht's auch Spaß. Du bist immer hier willkommen, auch wenn du nicht einkaufst. Es kann hier in den Bergen ziemlich einsam werden. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Das war so unproduktiv, was ich hier die ganze Zeit mache. Ja, hallo. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde... Bibliothek wurde erweitert. Okay. Wir gehen jetzt an den Strand. Und ich angel da machen da noch ein paar Volunders. Die Wolken sehen zu dieser Zeit im Jahr großartig aus, oder? Wie kleine Vanilleeiskugeln, die auf blauer Himbeersoße treiben. Vielleicht bin ich auch einfach nur hungrig. I feel you, bro. I feel you. Ich habe eben erst eine Schüssel Chips gegessen. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Ich weiß, Chips sind eigentlich total ungesund, aber ich hatte so Bock auf Chips. Das war unmöglich, was anderes zu essen. Willy! Wie war die Stimme nochmal? Ich würde dir meine Gedanken verraten, aber die sind ein Fischergeheimnis. Nein! Ich verschwende doch nur meine Energie. Ja, jetzt ist es wieder leise. Nee, okay, wir haben Fisch. Fischlein, Fischlein am Haken, bitte komm raus. Nein, bleib, ja. Und wir haben einen Flunder. Ich wollte schon wieder Flunder sagen. Die Möwen im Hintergrund, meine Geschwisterchen. Ja. Habe ich das schon mal erzählt oder noch nicht? Ich kann nicht lachen. So eine Sache bei mir. Wenn ich anfange zu lachen, dann ohne... Wie erkläre ich das? Ich kann nicht lachen. Ich kann kein Hahaha lachen. Ich kann vielleicht irgendwie komisch kichern oder irgendwie so aus mir so Haha rausschreien, aber nicht wirklich lachen. Ich lache ohne Laute und ich kann dazwischen, ja. Ich kann deswegen halt nicht gut atmen. Und wenn ich einatme, dann kommt so ein Möwengeräusch aus mir. Ja. Eine Geschichte aus meinem Leben. Freut mich. Habt ihr jetzt mal was von mir erfahren? Immer nett, oder? Deswegen werde ich auch als Möwe beleidigt, wollte ich sagen, nein. Ich nehme es nie böse, wenn jemand zu mir Möwe sagt. Deswegen nennen mich sehr viele Möwe. Elliot, ich habe dich nicht eingeholt. Du warst ein bisschen zu schnell, Freund. Mein Kumpel, mein Flunder. Nein. Ich nehme es zurück. Ihr habt nichts gehört. Ich habe das nicht gesagt, nein. Oh, das war gerade so unangenehm, dass ich Gänsehaut bekommen habe. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war... Nein, lassen wir es einfach dabei sein, wo wir es gelassen haben. Ah, ich habe so Gänsehaut bekommen. Oder es auch deswegen, weil mir kalt ist. Mein Zimmer ist gerade so kalt. Ein Flunder lasse ich hier. Eine Sardine habe ich. Eine Sardelle nicht. Und ein Hering auch nicht. Also geh weg. Okay, dann gehe ich einfach früher,
früher schlafen. Und bin auch, beende auch den Part ein bisschen früher. Ich weiß echt nicht mehr, wie viel Gold wir brauchen, um einen größeren Rucksack zu bekommen. Wir haben nur noch eine 108. Aber egal. Ich beende den Part wie immer an dieser Stelle. Bleib stehen, Spiel. So wie du bist. So. 15 Minuten, so wie ich es eigentlich immer haben möchte oder haben wollte. Egal. So. Ich hoffe, dass ich im nächsten Part ein bisschen mehr mache. Dass wir ein paar Dinge mehr schaffen. Ich werde ein bisschen voraufnehmen. Ja, ein bisschen. Nee. Nee, ich beende den Part einfach hier. Egal, das sind meine Gedanken wie immer. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bleibt für mehr. Ich würde mich freuen. Keine Ahnung, für einen Link würde ich mich auch freuen. So, deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr es euch anschaut. Und ich hoffe, der nächste Part wird nicht mehr so unangenehm für mich sein wie für euch. Weil das war gerade cringe pur. Egal. Dann, ja. Tschüss.